freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und zwar zu meinem kleinen gemischten Haul. Ich war wieder einkaufen und zwar bei Kick, bei DM, bei Lidl, bei Norma. Ja, und das möchte ich euch dann zeigen und ja. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Fange ich mal, bei Kick habe ich ein paar so Kleinigkeiten gebraucht. Ich hatte neue Unterwäsche gebraucht, also BH in Schwarz, ganz einfach. Schwarzer BH. Weil von Zeit zu Zeit muss man mal seine Wäsche ausrangieren, die wohl immer schön sind oder ausgeleiert vom Gummi her. Und ja, der hat jetzt gekostet 3,99. Dann einen in Weiß mit einer rosa Schleife. Das ist dieser da. Seht ihr das? Ja. Ja, der hat glaube ich 4,99 gekostet, ja, 4,99 und ja, schwarz-weiß geht immer, finde ich, und ja, dazu auch drei Schlüpfer, das war der Dreierpack für 3,99, drei Stück, ein in ja, so rum. Ja doch, so rum. Schlimm. Das ist jetzt so einfacher Schwarzer mit den weißen Rändern. So einfache. Braucht man immer, habe ich auch. Dann habe ich so einen weiß-schwarz gepunkteten. Halt so ganz einfache Unterwäsche, aber ja. Und dann noch einmal mit großen Punkten. Wie gesagt, die drei Stück 3,99 haben die gekostet. Also es ist wirklich nicht die Welt. Und ab und zu braucht man eben mal neue Sachen. Also so, dann, ja. Ein T-Shirt, also das heißt zwei. So eine Farbe da in so richtiges Neon-Pink ist das. Bisschen länger. Ja, so Träger. T-Shirt halt. Das ist Stretch, ja. Hat auch hier gekostet 3,99. Und ja, im Sommer, jetzt wo es so warm wird, wo es so warm ist. Und ja. Braucht man immer. Und dann noch eins, das ist aber weniger Dings, das ist auch dieselbe Machart, aber so mit so dunkelblau, marineblau ist das schon, so richtig fast schwarz ist, aber nicht schwarz, es ist so dunkelblau und geht auch schön lang runter. Ich mag die, wenn es recht lang runter gehen, sieht man jetzt nicht so, naja. Auf jeden Fall habe ich mir das bei Kick geholt. Ja, das war schon von Kick. Mehr habe ich da nicht gekauft. Ah, ich war heute früh schon bald auf. Habe ich heute gar nicht viel geschminkt, bloß ruckzuck, ratzfatz, mich geschminkt, weil ich keine Zeit gehabt habe. Wir mussten heute früh bald zum Arzt und ja, von daher. Aber das habe ich nicht heute gekauft, sondern das ist schon, die Sachen habe ich wieder über ein paar Wochen, ja. Ja, bei Lidl habe ich mir, so wie ich es angedroht habe, ja, da habe ich mir erst einmal von Cien, ich bin ja so begeistert von den Eyeshadows von Cien, das ist diese rosane hier. Seht ihr das? Sie will nicht blenden.
Farbe 16 Rose Garden steht drauf. Und das ist so ein glitzernder, so schönes Ornament. Sieht ihr? Ja. Und hat halt so seidige Textur und ist wirklich schön. Sieht man jetzt von dem Rosa nicht so in der Kamera. Ja, weiß nicht, ob die Kamera das einfängt, aber auf jeden Fall für 1,49 kann man nichts falsch machen. Und so helle Bilder braucht man immer. Ich habe ja noch keine Lidschatten. Dann habe ich mir, wie ich schon angedroht habe, dass ich mir ein Backup kaufe von diesem Nummer 15 Vanilla Green. Den lasse ich jetzt zu, der ist noch eingeschweißt, weil ich habe den anderen noch auf, wo mein Schneeköpfchen ist. Und ja, da lasse ich den jetzt zu, aber ich habe jetzt ein Backup, weil ich finde den so klasse, also der ist so schön. So, und bevor es ihn nicht mehr gibt, habe ich mir gedacht, ziehe ich mir lieber noch einen, weil ja, und da waren bloß noch zwei Stücke dort und ich weiß nicht, ob sie noch reinkriegen oder nicht mehr, keine Ahnung, aber jedenfalls, ja, dann waren wir in der Norma, da habe ich mir dann mitgenommen von El Curina, ja, einmal das Compressed Body Spray Vanilla Cream ohne Aluminiumsalze, 24 Stunden, ich habe es noch nicht ausprobiert. Das sind 75 ml drin, soll aber entsprechend für 150 ml. 69 Cent und Vanille bei mir, ne, das schöner Geruch, aber nach Vanille, was jetzt nicht. Dann mehr von El Curina, weil ich das mich jetzt ein wenig durch Serien durch, habe ich mir das Intensivserum Anti-Age mit Lichtschutzfaktor 10 für trockene und reife Haut, mindert die Faltchentiefe, straffende Pflege für glatte Haut. Ja. Prima, das werde ich mir durch, also werde ich ausprobieren. Und das sind 30 ml, ist auch so in so einem, für 1,99 Euro. So ein Pumpspender. Da muss ich das mal anschauen. Ich glaube, das ist so eine niedliche. Stunden später. Ach, jetzt ist gleich zu viel rausgekommen. Ja, das ist ja nicht die Idee. Ja. Das riecht schön, ja, schön frisch und ja. Gut, bin ich gespannt und werde auch berichten. So, dann war ich zum guter Letzt auch noch bei DM. Wie gesagt, das ist alles aber schon her. Da habe ich mir auch nicht viel geholt. Und zwar, ich hatte ein Fuß- und Schuhdeo des Lovely, diesmal in größer. Weil ich habe schon das Kleine und das ist jetzt leer und jetzt dauerhaft 50% mehr Inhalt. Und mit Minzöl und Blutorangenextrakt für das
die größere habe ich auch 1,45 bezahlt. Die haben auch die kleine noch da, die wo die Hälfte kleiner ist, also kostet auch 1,45. Jetzt habe ich natürlich zum Großen gegriffen, weil die kleine Größe kaufe ich mir für den Preis dann nimmer, ne? Lieber dann die große. So, das ist unspektakulär halt, ne? Und so. Dann habe ich mir von Schäbens eine Anti-Falten-Maske mitgenommen, zwei so Sachets. Mann, Anti-Falten-Maske mit Jojoba-Öl, Shea-Butter, Hyaluronsäure und Urea. Schauen wir mal. Hyaluronsäure ist immer gut, Straffung, Elastizität und Feuchtigkeit. Ja. Dann habe ich mir ja von Trendy ab die Nomadic Elegance Radiant Highlighter. Und das ist die Nummer 010. Und der ist sehr schön. Ich glaube, ich habe den bei der Nadine, bei der Moldavid gesehen. Die hat sich den, glaube ich, geholt, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann habe ich mir gedacht, ja. Weil Highlighter habe ich eh nicht so viele. Und die, wo ich habe, die sind meistens alle so silbrig glänzend. Also mehr weiß glänzend, silbrig. Und ja, und das ist halt mehr einer, der so champagnerfarbig. Also jetzt für den Sommer, ja, so Creme Champagner Farben ist der, ist sehr schön, 4,45 €, finde ich ganz toll, ja. Und ja, das war es dann praktisch bei DM. Mehr habe ich nicht gekauft, aber wir haben am Sonntag Besuch gehabt. Mein Sohn mit seiner Freundin, die waren da, und ja, auf alle Fälle haben wir Besuch gehabt letztes Wochenende. Und ja, die ist ja so, dass die Glossy Box seine Freundin auch immer abonniert und ja, mir die leeren Boxen auch immer mitbringt, ne, dass ich was hab, sag, nein, du. So auch dieses Mal hat sie mir, aber ich, wie sie mir die gesagt hat, hat sie, ich hoffe, das kannst du brauchen. Dann habe ich gesagt, da ist so schwer. Dann hat sie, ja, da ist was drin. Mein Sohn, ja, da ist was drin. Man sagt, sie hat so viel, ob ich das gebrauchen kann. Und ich habe mich sehr gefreut. Hat schön eingepackt, ich habe es natürlich schon aufgemacht, ne, hat sie ein Schleifle, so schön hat sie eingepackt gehabt, ein Schleifle hat es gefunden gehabt. Ja, und da waren jede Menge Sachen drin, wo sie mir geschenkt hat, und da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Unter anderem, das habe ich jetzt schon ins Bad gestellt, von Baby Moore, eine Reinigungsmilch ist da drin. Sensitiv Reinigungsmilch, reicht nicht sanft, Gesicht und Augen und entfernt sogar wasserfestes Make-up, 24 Stunden Feuchtigkeit für sensible und trockene Haut. Kann man immer gebrauchen, Baby Moore, es hat einen schönen Duft, super. Ich habe jetzt zwar noch eine Reinigungsmilch, aber wenn die leer ist, dann kommt die zum Einsatz. Ja, und dann war das mit dabei von Ossis, so Glanz Tonic Gel oder so, wo man halt fürs Haar, für die Haare vom Schwarzkopf, Osis Plus Glamination oder Glamination, wird man halt in die Haare rein, dass das Glanz und Geschmeidigkeit, Glanz halt geben tut. Dann war drin so ein kleines Ding von Isana Trockenshampoo. Ich habe noch nie Trockenshampoo gehabt und ich bin gespannt. Ich werde es einmal ausprobieren. Jetzt habe ich gerade vor einer Stunde meine Haare frisch gewaschen heute und ja. Und brauche ich es jetzt nicht, aber dann habe ich von John Frieda, war da drin, Volume, sichtbar, volleres, fühlbar, natürlicher Ansatzbooster.
Low 3 Lotion. Das ist so ein kleines Fläschchen. Ansatzbooster kann man immer brauchen und ja, werde ich auch ausprobieren. Dann war drinnen von Chanel en Provence eine Seife, eine Rosenseife, und die duftet wirklich, also so nach Rose, wirklich. Sehr guter Rosenduft. Kommt erstmal in die Wäsche rein, dass die Wäsche gut riecht. Sorry. Dann habe ich von Lobos Heilerde Wasch- und Duschlotion für sehr trockene, gereizte Haut, auch bei Neurodermitis. Wasch- und Duschlotion, so kleine Ding, werde ich sehr gerne, probiere ich das aus. Und dann auch dann noch eine Körperlotion dabei, auch so ein kleines Tübchen, ja, von Lobos Heilerde Med. Sehr trockene, gereizte Haut, auch bei Neurodermitis. Habe ja nicht Neurodermitis zum Glück, Gott sei Dank, aber ja, man braucht immer Pflege für trockene Haut. Dann war da noch drinnen von Neutrogena für trockene Haut Deep Moisture Body Lotion, auch so kleines Dings für die Arme halt mal so, ne, zum Ausprobieren. Finde ich das immer sehr, 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 sehr schön, sehr gut und ich mag das gern. Dann war dabei drin von Balea eure Bär Express Kur ohne Silikone, Soforthilfe für extrem strapaziertes Haar. Bin ich auch von Friseuren empfohlen. Das glaube ich, haben auch schon viele in die Kamera gehalten. Ich habe es aber auch noch nicht probiert und freue mich da auch drauf, das zu testen. Freue mich. Mhm. Dann, ja, ein Nagellack von Revive de Loop, der High Shine, ist so ein weißer, kann man immer gebrauchen, auch wenn ich schon viele habe, aber ja, egal. Aber weißer Nagellack als Unterlage für die Farben, dass die Farben besser rauskommen, also kann man immer brauchen. Wie gesagt, ich habe mich da sehr gefreut. Dann war nochmal von Lupus Heilerde Akutserum für die trockene Haut, ja, ist ein Serum, so kleines Hütchen. Dann war noch ein Bad von Isana, Badesalz, Mandarine und Buttermilch, und ich liebe ja Mandarine und ich hatte das noch nicht, haben aber schon viele in die Kamera gehalten und ja, ich mag das einfach. Duftprobe, ja, ja, duftet. Oh, das ist ja Mandarine oder Milch, genau, mit Mandarinenöl, sehr gut. Dann war da noch drin von Nivea, halt, von Nivea, ja, Pflegeshampoo und Pflegespülung, Reparatur und gezielte Pflege, zwei so Dinge, also ein Shampoo und ein Spülung, und von Nivea. Werde ich auch austesten, freue mich auf alle Fälle. Dann war noch dabei von Lavera eine Sleeping Creme, Re-Energizing. Ich probiere das aus, für nachts, so ein kleines Ding. Bin gespannt. 5 in 1 Overnight Effekt. Für ein revitalisiertes Hautbild jetzt. Unterstützt die natürliche Zellerneuerung. Ja. Ich bin gespannt und freue mich sehr, das auszuprobieren. Dann habe ich da was noch drin, weil sie hat auch so viel davon. Von Catrice die Glamour Doll Mascara. Von dieser, wo auch sehr viele so begeistert sind. Blackest False Lashes. Und von Catrice habe ich sie noch nicht gehabt und freue mich umso mehr, um die testen zu dürfen. Also ich habe mich wirklich
sehr gefreut und über die kleinen Dinge zum Ausprobieren da und das ist so, wie gesagt, so wunderschöne Sachen, worüber ich mich freue. So, es wird alles ausprobiert und ja, so, es kommt dann ins Bad wieder raus und ja, jetzt machen wir wieder mal schön zu. Oder auch nicht, auf jeden Fall ja. So, das war jetzt ja mein kleiner Haul und was ich so als Geschenk bekommen habe. Und ja. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüssi.